Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn es euer erstes Mal hier ist, mein Name ist Sophie. Ich komme aus England, also ich bin kein Deutsch-Muttersprachlerin. Englisch ist meine Muttersprache offensichtlich. Naja, es gibt Leute, die in England geboren wurden, aber andere Sprache als Muttersprache spricht. Aber naja, die Mehrheit Englisch als Muttersprache spricht. Und naja, ich spreche Englisch als meine Muttersprache. Aber heute hatte ich vor, ein Video auf Deutsch zu drehen, weil ich Deutsch, was ist das? Was habe ich gesagt? Weil ich Deutsch an der Uni studiere und naja, manchmal drehe ich Videos auf andere Sprache, weil ich nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch und Spanisch studiere, um meine Sprache ein bisschen zu üben. Naja, offensichtlich ist mein Deutsch nicht so gut und ich werde manche Fehler im Laufe dieses Video machen und naja, manchmal kann ich nicht so schnell sprechen, weil ich denken muss, okay, wie ist die grammatikale Struktur von diesem Satz oder naja, was ist das Wort für keine Ahnung? Box. Das neben mir war. Ah, ich kann nicht Deutsch sprechen. Aber naja, ich werde das machen für dieses Video, weil früher habe ich immer gesagt, dass Deutsch meine stärkste Sprache war. Aber heutzutage, nein, das ist nicht der Fall. Ich mache immer grammatikale Fehler, die jemand, der ein hohes Niveau von Deutsch nicht machen soll. Grammatikale Fehler zum Level A3 zum Beispiel. Aber sie sagen, dass in dem letzten Jahr der Uni, wir sollen den Niveau C1 haben. Aber offensichtlich habe ich dieses Niveau nicht. Und naja, ich dachte, es wäre eine gute Idee, ein Video zu drehen, weil ich es schwierig finde, Leute zu finden, mit denen ich meine Deutsch üben kann. Ich benutze Apps für Tandempartners zu finden, aber es ist immer einfacher, jemanden, mit wem ich meine Spanisch üben kann, finden oder meine Französisch aus Deutsch. Und naja, das ist mein Problem. Also ich spreche Deutsch nicht so viel und wenn ich es nicht spreche, dann kann ich nicht mein Deutsch verbessern und auch kann ich nicht wirklich mich wohl fühlen, Deutsch zu reden. Naja, also heute werde ich einen kleinen Vlog machen. Ich glaube, ich werde draußen jetzt gehen, um ein bisschen, ja, eine kleine Spazieren machen. Keine Ahnung, aber wie man das sagt. Aber naja, bis dann.
Also dann bin ich nach Womankamp gegangen, die tatsächlich mein Lieblingsort in Bangor ist, weil, wie du sehen kannst, die Blicke dort sind unglaublich. Hallo, guten Nachmittag. Ich habe eine Spazierung gemacht, wie ich gesagt habe, dass ich das tun wollte. Und danach bin ich in den Supermarkt gegangen, um einkaufen zu gehen. Ich weiß nicht, warum ich das Bedürfnis, das zu erklären, hatte, aber ja, habe ich das gefunden habe, keine Ahnung. Ich kann nicht durchsprechen, das ist sehr klar. Aber ich versuche immer mein Deutsch zu verbessern. Ein anderes Thema für dieses Video, die ich mit euch gerne reden wollte und will, ist, dass ich verliere meine Liebe für die deutsche Sprache, und das ist eine Schade, weil früher ich immer die deutsche Sprache geliebt habe, und ich weiß, dass diese Liebe ist noch irgendwo tief in mir, es nur versteckt ist und verstecken ist. Und ich muss das wiederfinden. Aber wegen des Stress, ich weiß nicht, die Gender von Stress, ist das die Stress? Aber naja, wegen des Stress, der Stress der Prüfungen, habe ich meine Liebe für Deutsch verloren, da ich immer diese Übungen mache, mein Deutsch zu verbessern, und immer bekomme ich das gleiche Feedback, dass meine Grammatik nicht so gut ist, und naja, es gibt manche Fehler, die Studenten, die Niveau A3 haben, machen, und du solltest Niveau C1 sein nach dem Auslandsjahr, aber ich habe kein Auslandssemester in Deutschland gemacht wegen der Pandemie. Und naja, ich würde sagen, dass mein Deutsch ist sehr viel schlechter als bevor der Pandemie. Und vorher habe ich mich sehr viel wohl gefunden, Deutsch zu reden. Und jetzt fühle ich mich nicht wohl, wenn ich Deutsch rede. Ich muss mehr denken, und ich habe diese Angst immer, dass jemand würde sagen, oh, deine Grammatik ist nicht so gut, oder ich kann nicht dich verstehen, deine Ausrede, die von Umlauten oder etwas ist nicht so gut. Aber ja, ich muss mein Liebe für Deutsch wiederfinden, und das ist ein anderer Grund, warum ich diese Videos so gerne drehen will. Und ja, ich wollte, weil es war in die Vergangenheit, dass ich dieses Video drehen wollte. Jetzt drehe ich es.
Aber naja, ich glaube, ich werde heute ein bisschen meine Grammatik üben. Ich weiß nicht, ob ich das Buch hier neben mir habe. Ja, ich habe das. Heutzutage benutzen dieses Buch Grammatik aktiv bis 3 zu C1. Vielleicht soll es A3 haben, weil offensichtlich ist meine Grammatik nicht so gut. Word Order. Ein großes Problem für mich, offensichtlich. Und ich mag dieses Buch, weil alles ist auf Deutsch, nicht auf Englisch. Ich kann neue Vokabeln lernen. Aber alles ist auch sehr klar mit dieser Tabelle und ja, Sachen in anderer Farbe. Alles ist sehr klar. Und naja, ich mag das. Aber naja, ich werde jetzt gehen. Dann habe ich Präpositionen mit dem Buch Grammatik aktiv geübt und es hat mir sehr viel bei dem Verstehen von Präpositionen geholfen. Guten Abend. Tut mir leid, dass ich nicht so viel heute gedreht habe. Ich habe ein bisschen studiert und dann ich habe etwas gekocht für Essen, aber es war nicht so lecker. Ich habe auch auf High Native. Ich war auch live auf High Native. Ich weiß nicht, wie man sagt Livestream auf Deutsch, aber tut mir leid, es gibt Wind. Viel Wind. Es ist sehr windig. Why do I keep saying naja? Okay. Ich habe zu viel auf Deutsch heute geredet. Ich musste dieses Video hier enden. Bitte abonniere auf meinem Kanal. Ich habe nicht so viel Batterie. Das ist nicht ein Wort auf Deutsch. Mein Kamera. Okay, ich muss gehen. Aber Daumendruck oben. Ja, das ist nicht Deutsch. Aber my camera is about to die and I'm panicking. So, bye. I just